Auch in der Geschichte waren Kirchen Marktplätze und Treffpunkte für die Menschen der Region. Neben der gewaltigen Architektur gab es auch künstlerische Meisterleistungen zu bestaunen. In Wismar trat diese Verbundenheit von Kirche und Kunst beim 26. Wismarer Kunstmarkt in der St.-Georgen-Kirche vom 22. bis 24. April deutlich hervor. Er begann vor vielen, vielen Jahren eigentlich mal im Wismarer Rathaus und da platzte der Kunstmarkt aus allen Nähten, sodass sich entschieden worden ist, hier in diesen wundervollen, besonderen Raum der St.-Georgen-Kirche zu ziehen. Und das wurde von den Kunsthandwerkern auch sehr dankbar angenommen, weil hier eben diese besondere Atmosphäre herrscht. 40 Kunstschaffende präsentierten ihre Werke, natürlich zum Verkauf oder auch nur zum Bestaunen. Schmuck, Keramiken, Holz, Glas- und Metallarbeiten und vieles mehr. Ich bin Silvia Ludwig und ich biete an Porzellan, gedrehtes Porzellan. Hergestellt wird das in meiner Werkstatt in Pingelshagen. Und wie gesagt, das ist handgedreht, was für Porzellan eher unüblich ist. Ich drehe das im Prinzip wie Ton auf der Töpferscheibe. Dadurch hat das eine gewisse Lebendigkeit. Ich nähe hauptsächlich Röcke, Überröcke und Accessoires aus Wollstoffen und aus farbenfrohen Jerseys. Meine Arbeiten, die spiegeln immer wieder auch Wasser wider. Egal, wo auf der Welt ich meine Bilder, die Inspiration sammle für meine Bilder. Und mein Schwerpunkt jetzt bei diesem Markt ist einmal das Thema Reisen. Da gibt es viele Bilder, die in Südostasien entstanden sind, aber auch hier im europäischen Raum und auch an der Ostseeküste. Der Kunstmarkt in der St.-Georgen-Kirche ist in Wismar eine feste Größe und findet normalerweise im Dezember statt. Er musste allerdings 2021 Corona-bedingt ausfallen. Für die Künstler hatte das wirtschaftliche Konsequenzen. Also das war schwierig, weil 19 Monate waren keine Märkte und ich mache so über Märkte 80% meines Umsatzes und habe andere Wege gesucht, so über zwei Kunsthandwerksläden, und das hat das aber nicht wirklich ersetzt und bin so mit Wirtschaftshilfen und Unterstützung von Freunden so über die Runden gekommen. Der Kunstmarkt vom 22. bis 24. April war auch als Nachholtermin ein voller Erfolg. Er wurde sowohl von den Händlern als auch von den Besuchern gut angenommen. Es ist natürlich wunderschön, wieder auf Märkte fahren zu können. Und es ist auch schön, dass dieser Markt in St.-Georgen stattfindet. Das ist für uns eine sehr, sehr gute Sache. Auch die Kunsthandwerker haben mir berichtet, dass sie viele tolle Begegnungen hatten. Ein sehr dankbares Publikum, ein sehr kunstinteressiertes Publikum. Und die haben sich sehr darüber gefreut, dass es jetzt stattfinden konnte. In den kommenden Monaten wird es zahlreiche weitere Themenmärkte in Wismar geben. Für Kunstliebhaber steht als nächstes die Eröffnung der Sommergalerie im Thomann-Speicher am 1. Mai auf dem Plan. Es ist eine Produzentengalerie von Künstlerinnen und Künstlerkollegen aus Mecklenburg-Vorpommern. Unterstützt wird das Ganze vom Landesband für angewandte Kunst. Also jeder verkauft im Bereich angewandter Kunst in diversen Sparten. Und man hat die Möglichkeit, also dort hochwertige Sachen zu erwerben, beziehungsweise dann auch mit dem jeweiligen Künstler, der dann gerade vor Ort ist, ins Gespräch zu kommen. Infos über bevorstehende Veranstaltungen in Wismar sind auf der Homepage der Hansestadt Wismar einsehbar. Der nächste Wismarer Kunstmarkt wird dann wohl wieder traditionell am 3. Advent dieses Jahres stattfinden.